Um drei in der Welt der Tiere im bayerischen Fernsehen. Am Karfreitag, da verstummen ja die Glocken und da gehen es zum Ratschen, die Kinder. Und dann ab Osternacht erscheinen ja die Glocken wieder. Da sagt man davor, die gehen ja nach Rom und dann Osternacht, da kommen sie wieder. Ich bin der Sepp, das sind meine zwei Enkel und da bin ich daheim. . 2007 besuchen wir die kleine Moana und ihre Eltern zum ersten Mal. Aber der unbeschwerte Eindruck täuscht. Moana schwebt damals in Lebensgefahr. Schon vor der Geburt bekommt Beate Feser die niederschmetternde Diagnose Trisomie 18. Sie entscheidet sich trotzdem für Moana. So gerade im letzten Jahr, im letzten Sommer, gab es plötzlich so einen ganz bewussten Klick, wo ich gemerkt habe, so, dass ich aufgehört habe, ständig um das Leben, um von Moana Angst zu haben und kämpfen zu müssen. Und dass sich das einfach gewandelt hat in Leben mit Moana. Also nicht Kampf, um dass sie nicht stirbt, sondern jetzt ist es einfach ganz klar, hey, sie ist da und wir leben zusammen. Also so was Positives, sie ist einfach da, sie ist angekommen, so richtig. September 2013, Moanas erster Schultag. Die Eltern Beate Feser und Reinhold Wacker haben ihre Entscheidung nie bereut. Die Ärzte meinten damals, ihr Kind habe keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten. Moana hat das eindrucksvoll widerlegt. Auch Bettina Keil besuchen wir 2007 zum ersten Mal. Ihre Tochter Janina hat ebenfalls Trisomie 18. Nach dem Down-Syndrom ist das die häufigste genetische Mutation. Wie schwer die Behinderung ist, lässt sich aber während der Schwangerschaft nicht sicher vorhersagen. Auch Bettina Keil hat sich für das Leben ihrer Tochter entschieden. Jeder Tag mit Janina ist einfach unheimlich kostbar. Und natürlich hat man am Anfang nicht gewusst, wie viele man davon hat und wie viele man zusammen nutzen kann. Aber darum ging es auch eigentlich gar nicht. Warum entscheiden sich Eltern bewusst für das Leben ihrer schwerbehinderten Kinder? Welche Erfahrungen machen sie? Wir haben beide Familien die letzten Jahre über begleitet. Ja, vor 12 Jahren war es ein bisschen weniger feierlich, aber mit Sicherheit auch sehr aufregend. Keiner hätte ja eigentlich gedacht, dass sie dann doch auch so alt werden kann. Und eigentlich ist jeder Geburtstag für uns ein besonderer Geburtstag. Also wir machen da keinen Unterschied, egal welcher das ist. Aber es ist halt immer wieder schön, auch Geburtstag mit ihr zu feiern und so besondere Tage mit ihr zu haben. Genau. Rückblende. 2007 ist Janina 5 Jahre alt. Bettina Keil lebt damals mit ihrer Tochter allein. Ihre Ehe ist zerbrochen. Am Anfang hatten ihr die Ärzte für Janina wenig Hoffnung gemacht. Man hat eigentlich nur gesagt, dass Janina mit dieser Diagnose eben nicht lebensfähig ist, dass Janina schwerstbehindert ist. Mir wurde damals eigentlich sehr klar gesagt, dass Janina höchstens 1 Jahr alt werden wird. Subi. Angezogenes Kind. Janina war von Anfang an ein Wunschkind. Und für mich war es überhaupt kein Gedanke, dass ich mich da in irgendeiner Form von ihr distanzieren könnte oder so. Im Gegenteil. Also ich habe es umso bewusster wahrgenommen. Für mich war die Schwangerschaft danach noch besonderer. Janina besucht 2007 einen integrativen Kindergarten. Doch in den Jahren zuvor musste sich Bettina Keil immer wieder mit Vorbehalten und Vorurteilen auseinandersetzen. Es war ein sehr großes Unverständnis da, dass ich bewusst dieses Kind haben wollte. Ja. Also es geht eher die Meinung dahin, dass man eben sagt, wenn es frühzeitig erkannt wird, man beendet die Schwangerschaft und damit ist das Thema beendet. Man kriegt immer eingeredet, irgendwie man geht den falschen Weg. Der kleinen Moana und ihren Eltern begegnen wir zum ersten Mal, als Moana 1,5 Jahr alt ist. Auch Beate Feser hatte schon während der Schwangerschaft erfahren, dass ihre Tochter schwer behindert sein wird. Und auch für sie war klar, Moana soll ihre Chance auf ein eigenes Leben bekommen, egal wie lange es währt. Trotzdem war die erste Zeit alles andere als einfach. Am Anfang ist es mir ganz schwer gefallen, mich auf das Muttersein einzulassen, einfach weil ich von
schon von vor der Geburt eigentlich gesagt gekriegt habe, es stimmt was nicht. Und nach der Geburt dann gleich gesagt gekriegt habe, ihr Kind wird in Kürze sterben. Und ich habe mich ganz schwer getan, mich zu öffnen. Mittlerweile hat sich das sehr verändert. Ich hab mich geöffnet, ich habe mich voll eingelassen auf sie. Und das empfinde ich als großes Geschenk. Wie viele Kinder mit Trisomie 18 hat Moana von Geburt an einen schweren Herzfehler. Ohne Operation würde sie sterben. Aber eine Klinik zu finden, die operiert, ist extrem schwierig. Also wir gehen jetzt, haben wir um 13 Uhr ein Gespräch mit dem Professor Hess. Das ist der leitende Arzt vom Kinderherzzentrum. Und da geht es noch mal darum, um ein Gespräch, um zu klären, ob er Moana operiert oder sein Team Moana operieren wird am Herzen oder eben nicht. Wie geht es Ihnen? Hallo, kommen Sie. Wie geht es dem Kleinen? Es gibt durchaus Situationen, wo man ohne viel Aufwand technisch eine Operation durchführen kann, wobei aber diese Kondition, dass man dann auch besser ist nach der Operation, nicht erfüllt ist. Und wenn man sogar sicher ist, dass es den Patienten schlechter geht nach der Operation, auch wenn es technisch möglich wäre, dann darf man meines Ansehens diese Operation gar nicht durchführen. Bitte sehr. Das Herzzentrum München will Moana also nicht operieren. Für uns ist es so, wir sind damit nicht am Ende, weil wir wissen, wir wollen Moana operieren. Und mit dieser Überzeugung gehe ich jetzt ins nächste Krankenhaus und danach ins nächste. Sie hat eine Chance. Und das ist ihre einzige Chance. Wir haben solche Situationen jetzt schon ein paar Mal gehabt und mit jedem Mal also finde ich es anstrengender, diese Absage wirklich annehmen zu können. Im allerletzten Augenblick kommt dann doch noch die erlösende Zusage. Im Universitätsklinikum in Tübingen wird Moana endlich operiert. Ich glaube, wir haben einen Zuspruch in Tübingen nur deswegen bekommen, weil kurz vorher ein zweijähriges Kind mit Trisomie 18 in Tübingen schon operiert wurde und da lief alles gut. Moana überlebt. Dass es überhaupt die Möglichkeit gab für uns, einen Platz auf der Welt zu finden, wo Moana operiert werden konnte, hat Beate und mich einfach auch in Glückszustände versetzt. 2009, eine Nachuntersuchung in Tübingen. Alles ist in bester Ordnung. Professor Michael Hofbeck hatte damals entschieden, die Operation durchzuführen. Die Familie wollte das und wir hatten den Eindruck, dass Moana diese Operation überstehen würde. Und von den Seiten der Herzkatheteruntersuchung waren die Werte gut gewesen. Und dann haben wir eigentlich keinen Grund gesehen, es ihr nicht anzubieten. Und es war dann eigentlich auch so, wie wir es erwartet haben. Wir haben gedacht, das Risiko ist etwas höher als beim anderen Kind. Aber sie ging über die Operation wunderbar. Also insofern gibt es, glaube ich, schon einen gewissen Paradigmenwechsel, dass man sagt, man schaut jetzt individuell nach, wie robust das Kind ist und wie die Kreislaufsituation in dem Fall ist. Und dann bespricht man es gemeinsam mit der Familie. Das ist weniger, dass ich jetzt so an die schlimme Zeit zurückdenke, so von der OP und so weiter, wo sie nicht gut dalag. Auch eher so das, was wir geschafft haben, steht da im Vordergrund, wenn ich hierher komme. Mhm. 2009 besuchten wir auch die Eltern von Beate Feser. Die junge Familie war nach der Operation in die Nähe der Großeltern Moanas gezogen. Bürokratische Hürden und der harte Pflegealltag forderten damals alle Kraft und vollen Einsatz. Für Erholung oder Freiräume blieb da wenig Zeit. Extrem wichtig war der Rückhalt durch die Familie. Also mindestens einmal in der Woche ist sie bei uns. Sie freut uns also jedes Mal, wenn sie kommt. Familie ist ja dann noch mal was Besonderes, wo ich einfach weiß, da kann ich immer drauf zählen. Und das ist einfach auch so bei meinen Eltern. Kann ich immer drauf zählen. Ja, sie gleich ist das Herz geschlossen. Und sie ist uns also bestimmt ans Herz gewachsen. So viel, wie wenn sie ein gesundes Kind wäre. Vielleicht hängt man sogar noch mehr. Ja. An ihr, wenn es ja ein gesundes Kind ist. Janina, jetzt fangen wir an mit Mittagessen. Auch Janina besuchen wir 2009 erneut. Sie ist inzwischen 7 Jahre alt und geht zur Schule.
Janina hat eine eigene Integrationshelferin, die während der Schulzeit ihre Pflege und Betreuung übernimmt. Dazu gehört auch die Hilfe beim Essen. Obwohl Janina immer wieder kleine Portionen selbst isst, wird sie vorwiegend über eine Magensonde ernährt, wie viele Kinder, die schwer mehrfach behindert sind. Aber auch sonst hat sich seit unserem letzten Besuch einiges verändert. Janina hat einen neuen Vater bekommen. Bettina Keil hatte einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie keinen neuen Partner finden kann, nur weil sie eine behinderte Tochter hat. Kann man die essen? Es ist überhaupt kein Hindernis, wenn man ein behindertes Kind hat, dass man dann sagen muss, jetzt bleibe ich für immer alleine, weil mich will keiner oder mir ist das alles irgendwie nichts oder es findet sich eh keiner, der das möchte oder so. Ich finde, das ist Quatsch. Vor der ersten Begegnung mit Janina war ich natürlich sehr aufgeregt und habe mich halt voll gefragt, wie reagiere ich, wie gehe ich auf sie zu, wie kommuniziere ich mit ihr. Und als ich dann Janina kennengelernt habe, dann diese Fragen waren eigentlich völlig überflüssig, denn Janina ist eher sprichwörtlich zumindest auf mich zugekommen. Sie hat jedenfalls gleich meine Hand genommen und sich selber mit meiner Hand gestreichelt. Und das war natürlich für mich auch ein ganz besonders tolles Gefühl. Janina ist meine Tochter und sie ist so, wie sie ist für mich. Aber im Vergleich mit anderen Kindern tue ich sie nicht. Nein. Da ist er mir vielleicht einen Schritt voraus. Ja, weil ich gucke schon hin und wieder dann auch mal, was andere Kinder in dem Alter können oder auch andere behinderte Kinder. Hast noch Energie. Und auch im Alltag funktioniert die neue Familie. Ich bin sehr schnell reingekommen in die Vaterrolle und habe mich da auch gleich drin wohlgefühlt und habe halt gemerkt, das ist was für mich, das liegt mir. Janina spielt die absolute Hauptrolle, ganz klar. Wir versuchen schon, uns eine Auszeit zu nehmen, weil es einfach auch total wichtig ist. Man muss zwischendurch auch mal wieder Kraft auftanken können und man braucht diese Auszeiten. Trotz aller positiven Entwicklungen, immer wieder muss sich Bettina Keil auch mit dem Thema Sterben und Tod auseinandersetzen. Schon eine kleine Erkältung könnte alles verändern. Ich habe für mich einfach mittlerweile festgestellt, dass ich nach den Jahren jetzt an einem Punkt bin, wo ich merke, wenn der Punkt kommt, wenn die Situation kommt und ich kann mein Kind nicht mehr halten und es wäre keine lebenstragende Situation mehr, die man sich für sein Kind wünscht und ich könnte entscheiden und bei unseren Kindern müssen wir Eltern ja auch sehr viel entscheiden, dann bin ich heute an einem Punkt, wo ich einfach weiß, wenn es soweit ist, könnte ich auch loslassen und würde es einfach akzeptieren, auch wenn es mir schwerfällt. Ein Thema, das sie bis heute beschäftigt, auch wenn Janina inzwischen 12 Jahre alt ist. Gemeinsam besuchen wir das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Hier war Janina schon 6 Mal zur Kurzzeitpflege, damit die Eltern zumindest 2 Wochen im Jahr in Urlaub fahren konnten. Hospizleiterin Claudia Langanki weiß, wie wichtig es ist, dass Eltern schwerbehinderter Kinder ab und zu eine Auszeit bekommen. Gleichzeitig ist es auch eine Vorbereitung auf das, was kommen könnte. Sollte es Janina schlechter gehen, hat sie die Möglichkeit, hierher zu kommen. Wir sind vertraut miteinander. Sie kommt in eine Situation, die ihr nicht fremd ist. Für Janina nicht fremd ist, für dich nicht fremd ist, für die ganze Familie nicht fremd ist. Und kann dann in schweren Situationen, die kommen können, gut begleitet werden. Ja, ich finde das auch ein sehr schöner Gedanke für mich, dass ich einfach weiß, Janina hat hier auch immer noch einen Platz. Und ich kann jederzeit mit ihr herkommen, wenn wir das brauchen und wenn wir das für uns gerne nutzen möchten. Ja. Genau. Das Kinderhospiz spielte in den letzten Jahren noch eine andere wichtige Rolle im Leben der Familie. Die Hospizleiterin half, für Janina einen Platz in einem Kinderhaus zu finden. Pflege, Mutterrolle und Beruf hatten Bettina Keil über die Jahre krank werden lassen. Am Ende war für mich einfach klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und auch an Janinas Verhalten zu Hause hat man gemerkt, dass auch sie überhaupt keine Freude mehr daran hatte, wie das zu Hause war. Ja? Also sie war oft ganz weinerlich und nörgelig und kam wirklich auch schon völlig fertig von der Schule nach Hause. Und wir hatten überhaupt keine schöne Zeit mehr miteinander. Ja? Wir konnten nichts mehr genießen. Und viele Mütter übersehen diese Grenze und machen dann weiter. Und irgendwann fallen sie tatsächlich aus. Und dann kommen wir in die Situation, dass ein Kind von heute auf morgen in eine Einrichtung muss, ohne dass es diese Einrichtung kennt, ohne dass eine Überleitung stattfinden konnte. Es ist eigentlich gut, dass
Mütter oder Eltern diese Grenze dann noch rechtzeitig erkennen, um gemeinsam mit Unterstützung etwas zu finden, was Entlastung sein kann. Die Diagnose vor 2 Jahren, Burnout-Syndrom. Wenn man da mittendrin steckt in so einem Burnout, ist es so, dass eigentlich jeder Tag nur irgendwie eine Last ist. Man ist auch sehr hoffnungslos eine ganze Zeit lang und es ist einfach schwierig, eine Perspektive irgendwo zu sehen. Auch für ihre Ehe blieb die starke Belastung nicht ohne Folgen. Micha und ich, wir waren ja dann auch einige Jahre mit Janina zusammen und nach Janinas Auszug war die Beziehung irgendwie auch am Ende. Ja. Und wir haben uns dann auch getrennt. Aber wir sind halt heute auch nach wie vor freundschaftlich verbunden und wir sind ja auch beide weiterhin für Janina da und genau wie ihr leiblicher Vater. Also wir sind, ich denke, ein gutes Team geblieben, ja. An Janinas Geburtstag treffen sich alle im Kinderhaus. Auch Janinas leiblicher Vater ist da. Abwechselnd besuchen sie Janina in einem festen Turnus an den Wochenenden. Im Sommer 2013 treffen wir Moana wieder. Sie nimmt an einem Kurs für konduktive Förderung teil, einer Methode des ungarischen Arztes András Pető. Der Kurs wurde von engagierten Eltern vor Ort selbst organisiert. Über einen Zeitraum von 2 Wochen wird täglich mehrere Stunden unter der Leitung einer Expertin aus Ungarn geübt. Eigentlich wurde die Methode vor allem für Kinder mit zerebraler Bewegungsstörung entwickelt. Aber auch Moana, die kein typischer Fall für diese Behandlung ist, soll davon profitieren. Vor allem motorisch soll sie Fortschritte machen. Die großen Ziele sind das Laufen und das Stehen. Das ist für alle Beteiligten harte Arbeit. Aber es scheint sich zu lohnen. Noch gibt es kaum Erfahrungen über die Förderung von Kindern mit Trisomie 18. Kein Wunder, denn bisher gab es kaum ältere Kinder mit dieser Behinderung. Und die wenigen wurden selten so intensiv gefördert. Schon früher war Beate Faeser auf die Methode von Pető aufmerksam geworden und hatte sie in anderen Zentren ausprobiert. Was ich da bei Pető einfach auch ganz gut finde, ist, dass sie die Kinder fordern. Fördern und fordern. Also nicht überfordern, aber dass sie einfach gucken, so, was geht denn bei den Kindern. Und das merke ich dann auch bei Moana. Also sie kommt einfach ausgeglichen da raus. Sie ist zwar müde, aber sie ist ausgeglichen. Und ich kenne das einfach auch von ihr, dass sie gefordert werden will. Sie entwickelt sich meiner Meinung nach relativ normal, aber nur mit 10% der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, wenn sie dann mal 30 ist, ist sie vielleicht so wie ein 3 Jahre altes Kind. Dann kann sie laufen, zum Beispiel. Und dann vielleicht mit 50 schreiben, ich weiß es nicht, das ist jetzt so eine Metapher oder also. Ich sehe halt, dass sie sich weiterentwickelt und dass sie jeden Tag oder jede Woche irgendetwas Neues entdeckt und lernt, was andere Kinder vielleicht alle halbe Stunde was Neues dazukommt. Bei ihr ist es halt sehr auffällig, weil du siehst wirklich jeden kleinen Schritt. Hallo, Frau Faeser. Herzlich willkommen. Immer sind Moanas Eltern auf der Suche nach neuen Anregungen und Methoden, die Moanas Entwicklung unterstützen. Dazu gehört ihrer Meinung nach die Therapie der Rastatter Ärztin Dr. Christel Kannegießer-Leitner. Sie ist selbst Mutter eines behinderten Sohnes. Halt ihn den Kopf. Die Eltern, die zu mir kommen, sie sind stur. Ich einschließlich. Also für meine Person gilt das natürlich auch. Man muss in gewisser Weise stur sein, wenn man ein schwerstbehindertes Kind hat und dieses Kind tatsächlich vorwärts bringen will. Sie war es, die Moana zum Gehörspezialisten schickte. Dank der speziell angefertigten Hörgeräte nimmt Moana ihre Umwelt heute viel aufmerksamer wahr. Der eigentliche Grund des heutigen Besuches ist ein anderer. Auch Orthopädiemeister Tilman Krux kommt dazu. Es geht um Moanas Wirbelsäule. Die Gefahr ist, dass sie dauerhaft verkrümmt bleibt. Ohne ein aktives Gegensteuern wäre dann ans Laufenlernen nicht mehr zu denken.
Ja, ja. Das sehen Sie auch, dass man es so, also ohne weitere Maßnahmen nicht lassen können. Ich meine, ein elastisches Korsett ist überfordert. Also insofern ein Hartschalenkorsett, sag ich mal. Es wäre mir ganz wichtig, dass man es auch eben in der Schule weiter sagt, dass Korsett eher ein Kompromiss ist. Zwar wichtig, aber trotz Korsett möglichst selten sitzen und möglichst viel Bauchlage, damit sie da aktiv was tun kann. Denn sonst wird die Rückenmuskulatur immer schwächer und wir erreichen nicht unbedingt Verbesserungen. Besonders wichtig für die Ärztin ist, dass Eltern und Therapeuten ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das muss klar vereinbart sein. Im Fall von Moana bedeutet das: Ich sehe schon die Perspektive, dass Moana eines Tages geführt gehen können wird. Und für mich gilt es einfach, den Unterschied zu machen. Es ist eine Frage der Lebensqualität. Und da kann man eben nicht nur zwei Bereiche sehen, kann freigehen, kann nicht freigehen, sondern zwischendrin gibt es noch sehr viele Grauzonen. Und man sollte nie sagen, dieses Kind wird nie freigehen können, also was nützen dann die ganzen Gehübungen? Sie haben sie? Ich habe sie. Und ich mache an. Voraussetzung für den Erfolg ist ein streng eingehaltenes tägliches Trainingsprogramm. Zum Beispiel auch mit diesem Gerät. Es stärkt die Muskulatur der Beine. Die Eltern können es, wie viele Hilfsmittel hier, leihweise mit nach Hause nehmen. Gas gegeben, super, super. Aber ist dieser enorme Aufwand wirklich immer sinnvoll? Das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung. Und deswegen lohnt es sich auch immer mal wieder, sich zu fragen, ob das, was man macht, auch tatsächlich sich lohnt. Aber wenn man eben dann eine Moana sieht, auf einem Galileo, wie sie strahlt und sich dann überlegt, dadurch kräftigt sich ihre Muskulatur, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, das war heute anstrengend. Also so ein Tag oder solche Stunden einfach bei Ärzten, Therapeuten sind einfach immer anstrengend, weil es erfordert zum einen viel Aufmerksamkeit, zum anderen einfach auch zu gucken, wie reagiert Moana darauf, um daraus dann einfach auch Entscheidungen treffen zu können. Ortswechsel in den Taunus. Vor knapp anderthalb Jahren ist Janina ins Kinderhaus umgezogen. Inzwischen hat sich auch ihr Gesundheitszustand stabilisiert. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Fortschritt. Das Essen hat sie hier bei uns in der Einrichtung gelernt. Ja, sie hat vorher über die Sonde Essen bekommen und jetzt über den Mund. Sie isst sehr gern, alle Geschmacksrichtungen auch. Das macht ihr einfach Spaß. Sie hat ja unten in der Gruppe gelebt vorher, in der Gruppe Kunderbund. Und sie ist seit einem Jahr in der Wohngruppe Regenbogen. Das sind Bewohner in der Gruppe, die aktiver sind, ja, und selbstständiger sind. Und wir finden auch, dass sie sich ganz prima entwickelt hat. Trotz aller Fortschritte, Bettina Keil hat lange gebraucht, um sich an das neue, von ihrer Tochter getrennte Leben zu gewöhnen. Das Gefühl, als Mutter versagt zu haben, und auch Vorurteile der Gesellschaft spielen dabei eine Rolle. Ich denke, wenn viele Menschen solche Einrichtungen sich mal wirklich angucken würden und hätten mehr Einblick, ja, erstens mal, wie gesagt, in die Einrichtung selbst, wie der Alltag da ist, wie das wirklich ist mit den Kindern und aber eben auch in die Situation der Eltern, in welchen Situationen die eben stecken, ja, und dass es eben keine leichte Entscheidung ist, die man sich macht, dass sie sehr durchdacht ist und dass sie immer im Sinne des Kindes auch entschieden wird. Ich würde das nie gegen Janina entscheiden. Wenn ich das Gefühl hätte, sie wäre da nicht gut aufgehoben, würde ich das nicht machen, ja. Aber wenn heute Leute irgendwie kommen und sagen, sie verstehen das nicht, dann ist es einfach so, ich immer denke, ja gut, dann lebt man mein Leben die letzten 9 Jahre und dann reden wir nochmal darüber. Immer wieder müssen sich auch Moanas Eltern mit Vorurteilen auseinandersetzen. Sind ihre Vorstellungen und Versuche, Moana zu fördern, nicht überzogen? Vielleicht egoistisch oder einfach unrealistisch? Dazu kommt, dass die heutige Lebenssituation noch längst nicht stabil ist. Wenn sie gesund ist und wenn sie in die Schule geht und diese ganzen Einrichtungen drumherum funktionieren und Moana getragen ist durch das, wo sie eingeplant ist. Wenn das läuft, dann können wir unseren Alltag leben. Wenn sie krank ist, sieht das ganz anders aus. Wenn sie dann mal krank wird oder so, dann komme ich immer wieder an den Punkt, ganz schnell an diese Angst dran, dass sie sterben könnte. So, das ist ganz tief verankert in mir drin. Das poppt immer wieder hoch.
Der Besuch ist vorüber. Bettina Keil muss sich verabschieden. Ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit heute. Und heute Nacht eine gute Nacht. Schlaft schön. Morgen viel Spaß wieder in der Schule, ja? Okay. Der schmerzlichste Moment ihrer Besuche. Also, tschüss, Frau Keil. Bis dann. Zum nächsten Mal. Jawohl, tschüss. Es sind halt immer noch so ein paar Punkte, wo ich einfach merke, meine Energie ist noch nicht an dem Punkt, an dem sie eigentlich sein sollte, ja. Ins Bett wird Janina heute von anderen gebracht. Hallo. Hey, guten Morgen. Oh. Wieder bei Moana. Das frühe Aufstehen gehört zum Schulalltag. Obwohl ihre Eltern eine relativ wohnortnahe Schule für sie gefunden haben, ist es eine lange Fahrt. Der Tag beginnt entsprechend früh. Hallo. Moana aber nimmt es heute, trotz unseres Besuches, mit Gelassenheit. Tja, Schule wartet auf dich. Zum Morgenritual gehört auch das Anlegen des neuen Korsetts, das noch etwas gewöhnungsbedürftig ist. Aber das Korsett ist besonders in der Schule wichtig. Moana besucht eine Schule für geistig Behinderte. Eigentlich sollte sie auf eine Schule für körperbehinderte Kinder. Die wäre aber noch einmal rund 40 Kilometer weiter entfernt. In der kleinen, fast familiären Sonnenbergschule in Salem-Buggensegel kümmert sich eine eigene Bezugsperson um Moana. Ist cool. Nach einem halben Jahr hat sie sich bestens in der Klasse eingelebt und wird überall mit einbezogen. Scharfe Blätter und Blüten. Ob und was sie genau versteht, ist allerdings unklar. Ich denke, sie nimmt viel auf und sie kriegt sehr viel mit. Allerdings würde ich mal sagen, noch nicht so ganz genau beurteilen, wie viel das ist und was man nachher wieder so abrufen kann oder was sie wirklich sich behält. Weil, ja, ich denke, es geht darum, dass wir jetzt ihre Sprache erstmal lernen. Sie drückt ja viel aus. Und wenn man ihr jetzt eine Wahl stellt und sie kann mal was beeinflussen, dass sie sich was auswählt, was sie gern möchte, dann glaube ich, dass man da bald Schritte weiterkommt. Für Beate Feser jedenfalls steht fest, Moana versteht vieles. Und sie hat vor allem noch viele Möglichkeiten und Potenziale, sich weiterzuentwickeln. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach dem nächsten Schritt. Natürlich habe ich immer offene Ohren oder wir haben immer offene Ohren, um zu gucken, was gibt es denn da noch da draußen, was hilft anderen Kindern. Vor allen Dingen der Austausch mit anderen Eltern ist mir immer wichtiger geworden, so die letzten Jahre. Also am Anfang hatte ich gar keine Kapazität dazu, mich auszutauschen, gerade mit anderen Müttern. Und so gerade innerhalb der letzten 2 Jahre habe ich so gemerkt, wie wichtig das ist, so dieser Austausch, um zu sehen, weil eigentlich die Profis sind die Eltern, vor allen Dingen die Mütter. Und welche Rolle spielt Moana heute in ihrem Leben? Ja, sie kommt fast vor mir. Also sie ist 100% in meinem Herzen. Ich übernehme 100% Verantwortung für sie und sie ist die Nummer 1. Definitiv. Woran glauben wir heute? Wir glauben an mich selber. Und wie gesagt, der liebe Gott prüft dich selber, weil der liebe Gott jetzt kann da. Mitreden über Götter und die Welt. Der Blog woranglauben.de